Bonjour et bienvenue à Dota 2, le nouveau jeu à la manière de défense des anciens, Fromage, was ich damit eigentlich sagen will. Für viele Spieler ist der Einstieg in Dota 2 ähnlich schwierig wie eine Fremdsprache zu lernen. Valves Neuauflage des originalen Defense of the Ancients hat nämlich die Grafik aufpoliert, das Itemsystem überarbeitet und Matchmaking eingeführt. Die Einstiegshürde ist aber noch so hoch wie eh und je. Nach dem zweijährigen Beta-Test sind die Heldenschlachten im Juli 2013 endlich offiziell gestartet und sollen nun auch zugänglicher sein. Schauen wir doch mal, ob das stimmt. Zu unserem Testzeitpunkt können die Spieler aus 102 Helden wählen, alle mit individuellen Stärken und Schwächen. Auf der nach wie vor einzigen und originalgetreuen Karte wird dann fleißig gelevelt und Gold gesammelt, um mächtige Items zu kaufen. Und natürlich wird sich mit den Helden des gegnerischen Teams duelliert, bis einer heult bzw. tot umfällt. Für Neulinge gehen Umfallen und danach Heulen meist sehr schnell. Das Ergebnis? Ja, Einsteiger haut's in Dota 2 schnell mal aus der Lernkurve. Nun versucht Valve immerhin durch ein umfangreiches Tutorial die Anfangshürde zu senken. Der Einstieg erfolgt jetzt geradezu behutsam. Wir lernen uns zu bewegen und schlafende Creeps, also neutrale Kreaturen, zu meucheln. Unsere ersten Talentpunkte investieren wir in den vernichtenden Flächenangriff. Ja, am Anfang ist es noch nicht sehr beeindruckend, aber das wird schon noch. Außerdem ist Shopping extrem wichtig, auch für männliche Helden. Der geschäftstüchtige Verkäufer zeigt uns, wie wir unsere ersten Items kaufen. Für mächtigere Gegenstände brauchen wir Gold, also gehen wir los und lernen den sogenannten Last Hit, also jenen Schlag, der den Feind aus den Socken haut und uns damit Kohle beschert. Gut ausgerüstet geht's dann gegen den Tutorial-Boss. Unsere ultimative Fähigkeit verwandelt uns zudem in einen Drachen, mit dem wir unseren Gegenspieler rösten. Der zweite Tutorial-Teil bringt uns bei, wie wir Bäume essen, um unsere Lebenspunkte zu regenerieren. Na, wohl bekomm's. Da wir von Natur aus bequem sind, lassen wir unsere Klamotten per Flugesel-Express liefern. Den tierischen Kurier müssen wir allerdings erstmal kaufen. Zusätzlich lernen wir die Secret-Shops kennen, wo wir Spezial-Items kaufen, die zum Beispiel für teure Ausrüstungsrezepte nötig sind. Und natürlich muss noch ein Tutorial-Boss dran glauben. Extra Übungsrunden bringen uns die Kunst der Abwehrturmzerbröselung bei, bevor wir uns in erste Testmatches gegen Bots wagen. Erst danach geht's ans Herzstück von Dota 2, den Kampf Spieler gegen Spieler. Auch wenn Profis jetzt müde grinsen dürften, mit diesem ausführlichen Tutorial hat Valve die Lernkurve von Dota 2 abgeflacht. Der weitere Weg erfordert weniger Trial and Error Frust als zuvor. Darüber hinaus kann man dank des neuen Guide-Systems im Vorfeld Charakterstudien betreiben. Welcher Held eignet sich wofür und wie rüste ich ihn perfekt aus? Oder zumindest fast perfekt, denn im Spiel müssen wir uns auf Team und Gegner immer neu einstellen und einen Plan B in petto haben. Mit genügend Übung stellt sich dann auch irgendwann der Erfolg ein. Und was sagen wir dazu? Oh yeah! Das riesige Heldensortiment lässt sich durch diverse Auswahlmodi beeinflussen. Neulinge können mit Limited Heroes aus einer kleineren Anzahl einsteigerfreundlicher Kämpfer wählen. Veteranen nehmen die Zufallsvariante. Wer selten gespielten Helden eine Chance geben will, wählt Least Played. Darüber hinaus gibt's aber keinen anderen Spielmodus, etwa ein 3 gegen 3 auf einer separaten Karte oder sowas. In der Beta hat Valve dafür an der Heldendarstellung geschraubt und die Animationen verfeinert. Resultat ist ein noch etwas hübscheres Spiel, nur die Bildschirmtexte sind oft etwas klein geraten. Auch am sowieso schon guten Sound wurde nochmal gearbeitet. Und das finden wir gut, oder Bane? Agreed. Schlussendlich hat Valve auch noch für die Teambildung einiges getan. Ein Team-Matchmaking erlaubt den direkten Vergleich zweier kompletter Fünfermannschaften inklusive Ranking. Und wenn man in einer oder mehreren Gilden mitspielt, sollte man es per se schon mal einfacher haben, Mitspieler zu finden. Unterm Strich hat Valve den Beta-Test sinnvoll genutzt. Einige neue Helden, weitgehend gutes Balancing, das Tutorial, neue Heldenauswahlmodi und viele Verbesserungen fürs Interface sorgen für Feinschliff. Auch am Matchmaking wird weiter gebastelt. Aber es gibt auch noch einiges zu tun. Beispielsweise fehlt immer noch das groß angekündigte Mentorensystem, mit dem Veteranen Einsteiger an die Hand nehmen und ihnen direkt in der Schlacht Tipps geben können. Damit ihnen sowas hier nicht passiert. Auch der eine oder andere zusätzliche Spielmodus könnte noch zur Abwechslung beitragen.
Dennoch hat Valve eine absolut würdige Dota-Neuauflage erschaffen, auch wenn die Einstiegsschwelle trotz Tutorial immer noch hoch ist und Neulinge viel Lehrgeld bezahlen müssen. Aber ich werde ja auch nicht zum Fußballprofi, nur weil mir jemand die Regeln erklärt. Und von Beschimpfungen der Community abgesehen, macht hier sogar das Lernen Spaß, dank der flotten und taktischen Schlachten sowie des lobenswert fairen Free-to-Play-Modells, das sogar dann kosmetische Helden-Items ausschüttet, wenn man mal eine Partie verliert. So kann Dota 2 Monate, wenn nicht gar jahrelang motivieren. Et c'est très bien. Oh yeah!